Und zwar dieses Maschinenmodell. Das wir sagen, wir haben jetzt nicht nur ein Ausgabeband, sondern wir haben mehrere Bänder. Und die mehreren Bänder bestehen jetzt auch jeweils aus einem eigenen Schreiblesekopf. Ich habe das jetzt hier als Modell gemacht mit einseitig beschränkten Halbbändern, die sogenannte Carbon-Turing-Maschine. Und ein Zustandsübergang besteht dann darin, dass wir einen Zustand haben, dieses Q und ein L, und dann die aktuelle Kopfposition auf jedem dieser K-Bänder mit berücksichtigen. Erweiterung der Übergangsfunktion wie folgt. Wir haben wieder einen Zustand. So, jetzt haben wir nicht ein Zeichen, sondern wir haben K-Zeichen. Und wir gehen über zu einem Zustand wieder mit der Möglichkeit, den Haltezustand zu erreichen. Und auf jedem der Köpfe kann jetzt unabhängig voneinander eine Operation durchgeführt werden. Also, wir haben auf dem ersten Band eine Operation mit diesem Schreiblesekopf hier. Das gleiche auf dem zweiten Band und auf dem Kartenband auch. Das heißt, wir machen hier noch ein paar Klammern drum und das Ganze geht hier bis zu Sigma K. Das können unterschiedliche Alphabete sein, müssen es aber auch nicht. Dann hätten wir hier nur Sigma stehen. Das Ganze wird typischerweise als KTM, Carbon-Turing-Maschine, abgekürzt. Ja, warum macht man das? Erstmal, weil es eine Vereinfachung ist.